Und auch im zweiten Advent sind wir natürlich für euch da mit unserem Reisemagazin. Heute habe ich drei wunderbare Geschichten für euch. Einmal erzählt Bootsmann Lotti über seinen Alltag, dann seht ihr einen tollen Ausflug. Und dann kommt jemand, der heißt Jens Heinrich Klaassen. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, aber er ist unglaublich lustig. Unser Bootsmann Lotti und sein Team sind die Könige der Knoten. Und er hat uns mal eingeladen, seinen Alltag zu begleiten. Ich wünsche euch viel Spaß. Mein Name ist Wolfgang Lottra, aber hier auf dem Schiff werde ich mit Spitznamen gerufen Lotti. Ich komme aus dem Spreewald, das ist ja noch die ehemalige DDR, da ist man nicht rausgekommen groß. Und da haben wir auch ein bisschen Wasser, aber ich habe im Bergbau gearbeitet. Da habe ich erst Schlosser gelernt und dann habe ich so eine Zeitungsannonce, Leute gesucht für die Seefahrt. Meine erste große Reise war über den Teich, also das war fast meine längste Reise, 8 Monate bis nach Vietnam. Mein Frachter, auf dem ich damals gefahren bin, der ist untergegangen. Ich war aber damals im Urlaub und es ist auch niemand zu Schaden gekommen. Tja, so habe ich dann den Absprung von der Isar-Seefahrt zur Passagierschifffahrt genommen. Und ja, dann bin ich früher dann auf ein kleines Passagierschiff gefahren, die MS Arkona, die Astor, das war mal ein Traumschiff im Fernsehen. Ja, und daraus hat sich dann auch die AIDA-Flotte entwickelt. Dann ging es ja los mit AIDA, das war die AIDA Cara, das hieß damals nur AIDA. Und so ging es dann weiter. Und insgesamt fahre ich schon 40 Jahre zur See. Als Decksmann angefangen, dann bin ich Matrose geworden, Vollmatrose, bis zum Bootsmann jetzt. Also Bootsmann ist der Chef der Matrosen. Wir haben hier ca. 30 Matrosen auf dem ganzen Schiff. Also wir haben Wachsleute, die auf der Brücke mit den Offizieren Wache gehen. Wir machen die Maintenance-Arbeiten. Wir machen das Schiff sauber, wir malen, wir legen an. Da haben wir auf den Mooringstationen vorne und achtern jeweils einige Leute. Die Gangways werden vorbereitet. Dann auch die Lotsenübernahme. Und wir legen dann das Schiff sicher an, die Pier, damit die Gäste dann schön an Land gehen können. Wir haben überall noch seemännische Handarbeit zu machen. Ich mache euch dann mal einen Palsteg. Da macht man so ein Auge. Das ist wie ein See, ein Teich. Da lebt ein Krokodil drin. Das Krokodil kommt aus dem Teich gekrochen, geht einmal hier rum um den Baum und verschwindet wieder in den Teich. Dann zieht man das zusammen und dann hat man den Palsteg. Und so gibt es einige hundert Knoten. Ich habe bis jetzt gewusst, was eine Trolla ist, aber was ein Trolli ist, habe ich nicht gewusst. Und genau das lernt ihr jetzt auch auf unserem Ausflug nach Trollistadt. Wir sind hier jetzt hier in dem Viertel Aya Piccola, heißt auf Deutsch kleine Tenne. Und hier gibt es über 400 Trollis, auf der anderen Seite sind es über 1000. Man muss sich das so vorstellen, unter jedem Kegel ist ein Raum. Die Familien haben ja, das waren ja immer Großfamilien, die da drin gelebt haben, ne? Also bis zu 10 Kinder. Und wenn dann der Trollo doch zu klein wurde, dann hat man einfach noch einen Trollo dran gebaut und schon hatte man einen größeren Trollo. Alberobello steht seit dem 6. Dezember 1996 unter dem Schutz der UNESCO. Es gehört also zum Weltkulturerbe. Und die Geschichte von Alberobello, die entstand im 17. Jahrhundert, als sich hier sehr viele Bauern angesiedelt haben, weil eben es hier sehr gute Lebensbedingungen gab. Der Graf von Conversano, der Gian Girolamo, der hat eben diese Situation hier ausgenutzt, indem er nämlich, weil es damals schon Steuern gab, die er zahlen hätte sollen an das Regime von Neapel, aber die er unbedingt umgehen wollte. Wenn nämlich Kontrolleure kamen, dann hat er immer sehr schnell seine Bewohner vorgewarnt, die dann ganz, ganz schnell ihre Häuser abbauen mussten. Und das ging dann so, dass sie unter dem Pinakel eine Art dicke Schnur angebracht haben, an dem sie dann gezogen haben und dann fiel schon sehr viel zusammen von dem Dach. Und dann sahen eben halbe Wände nicht mehr so aus wie bewohnt. Dadurch konnte der Graf dann eben diese Steuern umgehen. Aber das war eben sehr, sehr mühsam für die Bewohner, die dann eben immer Angst haben mussten, dass die Kontrolleure kamen. Ganz gut.
gut gefallen hat es uns hier in Alberobello. Und was wir uns mitbringen, ist auf jeden Fall ein Stück Italien. Wir haben nämlich italienische Nudelsoße und hausgemachte Nudeln gekauft. Und das Tolle daran ist, der Tag ist super, die Sonne scheint und ich habe noch Geburtstag und werde 9 Jahre alt. Das ist ein super Tag. Und jetzt kommt auch was Lustiges, nämlich Jens Heinrich Klaassen. Und der erzählt uns eine Geschichte, sie ist wirklich wahr. Unfassbar. Ich liebe das Wasser und man ist ja mit dem Schiff nun mal immer auf dem Wasser. Das ist das Erste, das finde ich ganz großartig. Dann, man packt seinen Koffer einmal aus, wohnt 2 bis 3 Wochen an Bord und sieht so viel, wie man das anderswo nur mit sehr viel Stress schaffen würde. Und ich mag diese Atmosphäre, speziell bei AIDA, dieses alles kann, nichts muss, Menschen treffen, mit denen gemeinsam was erleben, das macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Jetzt diese Reise ist für mich ganz spannend. Ich habe angefangen, an meinem neuen Programm zu schreiben. Das wird heißen, ich komme schon klar. Muss man relativ früh anfangen zu schreiben. Das mache ich gerade unter anderem auch an Bord. Ich habe meinen Laptop dabei und so ein kleines Keyboard, mit dem ich zwischendurch ein bisschen spielen kann, mit Überkopfhörer. Und habe jetzt angefangen, die ersten Lieder und Texte, ja, so an denen zu arbeiten und zu schreiben. Sehr aufregend ist das, so ein neues Programm zu entwickeln. Ich bin gelernter Servicekaufmann im Luftverkehr. Deswegen bin ich bin in Münster groß geworden, bin nach Düsseldorf gezogen dann erst, weil ich die Ausbildung bei LTU gemacht habe. LTU kennen Sie vielleicht noch, die Fluggesellschaft, danach übernommen worden von Air Berlin, jetzt gar nichts mehr. Ich war während dieser Ausbildung zum Servicekaufmann im Luftverkehr unter anderem auch als Ramp-Agent tätig. Ramp-Agent. Das sind die Menschen, die mit Ohrenschützer und Funkgerät vor dem Flugzeug stehen und die Abfertigung koordinieren müssen, wann die Passagiere einsteigen dürfen, wo das Gepäck hinkommt und so weiter. Und eines Abends hatte ich den LTU-Flug 583 nach Istanbul abzufertigen. Losrollen zur Startbahn müssen die bis 21.49 Uhr. An Bord des Fliegers waren ungefähr 80% türkische Mitmenschen, die zu ihren Familien fliegen und deswegen sehr viel Gepäck dabei haben. Und als ich so gegen kurz nach 9:30 ins Cockpit kam, sagte Captain, es kann losgehen, da hatte ich übersehen, dass unten vor dem Flugzeug noch so ein ganzer Gepäckwagen voll stand, der noch eingeladen werden musste. Zeitlich also extrem knapp. Nun hätte ich sagen müssen, lasst das Gepäck stehen, wir schicken das morgen nach, wir schaffen das sonst zeitlich nicht mehr. Menschenfreund, wie ich bin, ja, habe ich gesagt, das Gepäck muss eingeladen werden, die Menschen müssen ihr Gepäck haben und leider war ich in dem Augenblick auch als Auszubildender weisungsbefugt. Die haben das Gepäck eingeladen. Das war drin um 21.47 Uhr, die Türen waren zu um 49 Uhr. Der Flieger war rollfertig um 21.51 Uhr. X plus 2. Ich saß in einem Opel Corsa der LTU vor der großen Boeing 757, sah, wie im Cockpit das Licht wieder anging und der Pilot so machte. Das Flugzeug durfte nicht mehr starten. Daraufhin mussten alle wieder aussteigen. Dafür musste ein Dolmetscher engagiert werden. Das Gepäck musste nach Köln, das Essen nach Köln, die Passagiere nach Köln, die Crew nach Köln. Wie gesagt, in Köln gibt es kein Nachtflugverbot. In Köln sind die mit 4 Stunden Verspätung gestartet. Das geht noch. Als die aber in Istanbul waren, hätte die Crew für den Rückflug ihre Dienstzeit überschritten. Die mussten also erstmal ins Hotel. Es stand also ein Flugzeug in Istanbul und konnte nicht zurückgeflogen werden. Deswegen hatten am nächsten Tag, und es ist Ehrenwort, eine wahre Geschichte, am nächsten Tag alle LTU-Flüge ab Düsseldorf zwischen 2 und 14 Stunden Verspätung. Das Ganze hat einen wirtschaftlichen Schaden von damals noch in D-Mark 390.000 D-Mark verursacht. Und deswegen bin ich heute Abend hier. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank. Tschüss. Und wenn ihr mehr wissen wollt über unsere wunderbaren Ziele, über unsere tollen Schiffe und alles das, was dazugehört, dann geht ihr ins Reisebüro oder auf www.aida.de. Und jetzt kommt für euch die Verlockung der Woche. Bitteschön. Wir starten unsere Reise in Palma de Mallorca und fahren als erstes nach Olbia auf Sardinien. Es geht weiter nach Neapel und Rom. Die nächsten Häfen sind Livorno und Cannes. Noch ein Halt in Toulon und Barcelona,
Und wir reisen zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise nach Palma de Mallorca. Und jetzt wie immer zum Schluss die schönsten Bilder der Woche, hinterlegt mit einem traditionellen philippinischen Weihnachtslied. Und ihr macht euch jetzt einen wunderbaren Sonntag und ich auch. Ich gönne mir meinen Frühstückskaffee. Tschüss. Piling ko sinta, paano ang Pasko?